Willkommen zurück bei Subsistence. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, unser Windrad, das muss noch etwas warten. Uns fehlen immer noch Masse. Wir haben jetzt 764 Strom auf Lager. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal den Massegenerator anwerfen. Der produziert jetzt Masse aus Strom. Meine, lassen wir die jetzt mal auf Null runterlaufen, den Strom. Vorrat und wir gehen heute noch mal auf die Puma-Jagd. Ja, ihr hört es richtig. Wir gehen wieder auf die Puma-Jagd, diesmal mit anderer Taktik. Wir haben das jetzt zwar nicht nötig, aber ich will einfach herausfinden, was für mich die beste Variante ist, die Pumas zu bekämpfen. Okay. Und wir haben etwas umgeräumt. Ich zeige euch das mal eben. Wir haben jetzt hier den Masseverwerter. Wir haben jetzt hier den Massegenerator. Hier hinten habe ich eine Kiste hingestellt mit Sachen, die jetzt Strom erzeugen oder Masse erzeugen können. Also Dinge, die wir nicht brauchen und eventuell in den Massegenerator stecken können, liegen jetzt hier in der Kiste. Dann haben wir jetzt hier den Stromgenerator stehen. Daneben haben wir jetzt eine Kiste auch etwas aufgeräumt mit Munition, mit ja, Medikamenten. Hier vorne haben wir, wie gehabt, die Blutkiste. Auch die Baumwolle drin. Die Heilkräuter drin. Dann haben wir diese Kiste, die ist neu. Hier will ich jetzt Samen und Wasserflaschen sammeln. Unser Kühlschrank, den kennt ihr ja. Und die Kiste, die kennt ihr ja auch soweit. Hier haben wir die Erze drin und die, sag mal, speziellen Teile haben wir jetzt hier drin. 10 Perlen haben wir jetzt schon insgesamt wieder. Ich war noch ein bisschen tauchen. Hat auch einigermaßen gut geklappt. Wollte ich euch nicht jetzt wegen jeder Perle mit dazu holen. Ja, und diese Kiste, hier sind halt die Dinge drin, die ich mir halt, ich sag mal, hin und wieder mitnehme, hin und wieder nicht mitnehme. Wenn wir jetzt auf die Puma-Jagd gehen, haben wir gelernt, wenn wir sterben, verlieren wir viele Materialien. Also alles, was wir nicht brauchen, raus. Zum Beispiel die Angelschnüre. Brauchen wir heute nicht, raus damit. Bärchen, essen wir mal 5 Stück. Genau, essen wir mal 5 Stück. Und so ein Schokoriegel, wartet, da ist mir auch mal ein, dass wir hier unser Eiweiß nochmal auffüllen, dass wir schön rennen können. Na ja, komm, einen essen wir noch. So, dann haben wir dabei 5 Patronen für die Shotgun, 2 Patronen fürs Gewehr und 9 Pfeile. Sollte genügen. Mehr nehmen wir nicht mit. Was wir aber heute mitnehmen, sind Bausachen. Und zwar werden wir mal dort etwas bauen. Ich werde einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Wir benötigen eine Holztreppe. Wenn wir sie dort nicht brauchen, wie gesagt, dann nutzen wir sie einfach hier. Wir brauchen eine Holztreppe. Wir nehmen mit ein schmales Treppenfundament. Zwei Holzfundamente. Und lasst uns mal. Warte, ich überlege gerade. Wir haben jetzt zwei Treppen. Zwei Fundamente. Ich überlege mich gerade, ob wir uns noch so ein Geländer bauen sollten. Geländer halb kostet 4 Nägel. Das kostet 8 Nägel. Geländer halb. Ja, ein Geländer halb bringt nicht viel. Geländertreppe. Ne, wir brauchen keinen. Wir versuchen das einfach mal mit Fundamente und Treppen. Der Rest kann bauen. Ich bin da echt gespannt, ob uns das gelingt, heute lebend von der Puma-Jagd wiederzukommen. Wir legen noch mal ganz fix. Ah, wir haben gerade ein Hühnchen gefangen. Wir legen noch mal ganz fix nach. Wir haben ein Hühnchen gefangen und da war doch gerade noch ein Wolf.
So, Hühnchen ab den Stall. Erster hat jetzt Einzug erhalten. Das zweite folgt demnächst. Würde ich sagen, wir machen los. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Es waren jetzt hier überall Bases und hier hinten. Hier hat noch ein Lagerfeuer gebrannt. Also müssen wir uns hier durchmogeln. Oder hier lang. Na, ist auch möglich. Ich würde sagen, wir gehen fast hier lang. Ich nehme euch da aber wieder mit auf den Weg. Der ist manchmal sehr interessant, weil wir halt so viel Jäger hier herumlaufen haben. Solche Bienen? Ja, Tatsache, das ist neu. Ein Bienennest haben wir jetzt. Okay, da müssen wir mal hier uns auch vorbereiten. Insektenschutzmittel bauen. Ja, wenn wir schon unterwegs sind, immer schön nach Muscheln Ausschau halten. Ach, Wolf, 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 gefährlich. Okay, gut. Dann hier im Sturmschritt durch. Hoch. Hoch ins Schneegebiet. Warte, haben wir den abgehangen? Also heute ist Tag der Fasern. Ist ja Wahnsinn, was wir heute schon an Fasern gefunden haben. Manche Tage, da findet man nur Kisten. Manche Tage, wie heute, sehr viele Fasern. Guckt euch das mal an. Selbst da hinten haben wir Banditen. Den hatte ich nicht gleich gesehen. Müssten jetzt zwei komplette Ingame-Tage rum sein, seitdem wir den Puma erlegt haben. Den ersten hier hatten wir ja richtig erlegen können. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das reicht, zwei Ingame-Tage, dass danach gespawnt ist. Und mit dem Level 4er, da haben wir ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Aber ein richtig großes Hühnchen. Den einen hätten wir jetzt schon sehen müssen.
Davon sehe ich ein. So. Also wenn wir heute wieder sterben, dann haben wir es wenigstens versucht. Ah, warte, so viel Zeit muss sein. Kupfer ist Mangelware. Hier haben wir es direkt vor der Nase. Da können wir nicht vorbeigehen. So, davon ist er. Jetzt müssen wir uns eine Taktik überlegen. Ich höre den schon ein bisschen weggehen. Hier kommen wir doch direkt drauf gelaufen, oder? Wenn wir jetzt hier angerannt kommen, dann sagt man jetzt, hier machen wir mal eine. Dann machen wir hier mal ein Fundament. Muss mal kurz weg. Der hat schon ziemlich stark geknurrt. Ach, die ist falsch rum, die Treppe. Probieren das mal anders. Ich wollte eigentlich diese Winkeltreppe anbauen, dass wir da drauf rennen können und auf eine erhöhte Position kommen. Also hier sollte der jetzt nicht hochkommen. Wir werden das jetzt testen. Wartet, jetzt ist er gerade hin am Felsen. Wenn wir das testen. Wenn wir jetzt von dem Puma fliehen sollten, ich teste mal kurz. Wir kommen jetzt hier angerannt, rennen hier vorbei, laufen hier hoch. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schaffen sollten. Hier vorbei zu rennen. Hallo, Puma? Level sehe ich jetzt nicht. Level 5. Super. Also sobald wir hochrennen, flüchtet er. Das spielt uns schon mal in die Karten. Level 5, aber jetzt haben wir keine Patronen mit. Kann man höchstens mit Pfeil und Bogen.
Also 120 Schuss, 120 Schaden habt ihr gesagt. Macht die Shotgun. So. Haben wir jetzt schon. Ich hoffe mal, dass da viel droppt. Level 5er. Ah, rennt sofort weg. Rennt sofort weg. Okay, pass auf, dann bleiben wir mal so dabei. Das klappt doch recht gut. Ja, kann schon behaupten, Level 5 Puma angegangen zu sein. Oh, was? Ich sag nichts. Dass da jetzt die Treppe mit hochkommt, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber dazu haben wir ja so wenig mitgenommen, um das zu testen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das wie bei dem Wolf ist, sobald wir auf den Foundation gehen, dass da die Flucht ergreift. Aber dass der uns noch hinterherkommt, das war jetzt neu. Wisst ihr was? Ehrlich gesagt bin ich jetzt echt am Überlegen, ob ich die Folge überhaupt lasse. Ihr werdet mich doch verfluchen, wenn wir schon wieder vom Puma gestorben, getötet wurden und gestorben sind. Aber wer nicht testet, wird es halt nie herausfinden. Ich werde mich mal rüber begeben. Ich nehme mal denselben Weg, den wir bei der ersten Runde gelaufen sind, dass ich mein Loot wiederhole. Und dann gucken wir mal. Sehen wir uns beim Puma wieder. Ich lasse den in Ruhe. Ich werde mir den diesmal nicht holen. Ich werde mein Loot retten. Werde nochmal zurückgehen. Und hoffen, dass der Rest gut verläuft. Dass wir wieder heil in der Basis ankommen. Ich blende euch nochmal kurz alles ein, ob da alles geklappt hat, ob wir unser Loot wiedergefunden haben. Und dann hoffe ich, dass es euch dennoch gefallen hat, dass ihr vielleicht was gelernt habt. Denn Puma kann Treppen steigen. Ja, macht ja eigentlich auch Sinn, aber nun weiß ich's, hundertprozentig. Alles klar, Leute. Macht's gut, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht, auch wenn wir gestorben sind. Diesmal haben wir so wenig Loot mitgehabt, dass wir kaum Verluste hatten.